jetzt, aber dann vegetarische Lasagne vielleicht. Können wir uns auch teilen, dann können wir noch was anderes dazu. Ganz kurz, folgende Sache. Die Midnight Show ist momentan noch zu kurz. Ich brauche unbedingt noch eine Matz. Social Media ist unser großes Thema. Geht bitte auf alle Apps ein. Bitte packt unbedingt LinkedIn rein. Das verschafft uns wahnsinnig viel Pluspunkte bei Amrein. Am besten brauche ich die eigentlich bis gestern. Deswegen anfangen, keine Zeit für Fragen. Los geht's. Danke. Ja, deshalb hatte ich halt überlegt, ins TV-Lab zu gehen, weil da sind halt die guten Ideen entstanden. Schauen wir mal, was wird, hä? Was wird? Jetzt mal ernsthaft, was machen wir jetzt? Ich hatte tatsächlich gerade eine Idee, pass auf. Was hältst du davon, wenn wir einfach ein paar Leute fragen, ein paar Leute, die Bock haben, die sollen einfach die Apps verkörpern? Wo wollen wir es drehen? Studentenclub? Studentenclub. Ja. Sehr gut. Das passt. Mhm. Okay, irgendwie, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber... Ich verstehe dich. Funktioniert so nicht. Ja, besser. Besser. Okay, welche Apps? Auf jeden Fall schon mal LinkedIn für Amrein, das ist ja, ne? Ja, muss. Ist klar. Der hat viel zu viel Gel im Haar. Und dem geben wir dann noch so eine Aktentasche und er geht dann noch so jedem auf den Sack, weil die sind so alle im Club, wollen eigentlich Party machen und er ist so die ganze Zeit am Telefonieren, aber dass er auf jeden Fall immer irgendwie so richtig dumm busy ist. Und dann sitzt er an der Bar und wenn er sich so richtig reingeorgelt hat, dann labert er die Barkeeperin voll, die ist richtig gelangweilt und er sagt dann sowas wie, naja, jedenfalls. Der Heiner und ich, ne, wir haben da ein riesen Ding am Laufen. Das ist das größte Projekt, was unsere Firma jemals gesehen hat. Wir wissen noch, ne, stehen noch ein bisschen in den Startlöchern, müssen noch ein bisschen hier und da, müssen was machen, aber wir könnten Tinder noch machen und die kriegt dann ein rotes Kleid und dann halt so geiler Ausschnitt. Und die hat einfach so eine flirty Art halt. So nach dem Motto, ach Jungs, sag mal, was trinkt ihr da eigentlich? Also das ist Bier. Bier? Soll ich euch mal was Verrücktes sagen? Ich habe noch nie Bier getrunken. Da sehe ich sie total. Und dann lernt die aber jemanden im Club kennt, den die so richtig toll findet. Dann schmeißt sie sich da ran und flirtet. Und am Ende bekommt sie aber einen Korb. Ich habe noch nie so einen Korb bekommen. Aber Josie und einen Korb bekommen? Hast du auch wieder recht. Aber wir könnten, YouTube könnten wir noch mit reinnehmen. Dann ist das so ein Typ, der die ganze Zeit vloggt und das vor allem im Club und ist immer so, yo Leute, was geht? Und so übertreibt einfach so richtig krass, weil da hat halt auch keiner Bock drauf. Oh mein Gott. Ja. Weißt du, wen wir ganz vergessen haben? Facebook. Ja. Und der hat so eine Club-Handy-Hülle. So, und bedient sein Handy auch immer, in der einen Hand hat das Handy, mit der anderen Hand tippt er über die Brille ran, über den Brillenrand guckt er drüber. Und dann ist der auch immer so einer, der denkt immer, er weiß alles besser. Nein, ist doch einfach den Browser auf. Egal, aber den Messenger, den habt ihr. Genau, und dann hat er aber eigentlich null Plan. Auf Rec? Oder wo muss ich drücken? Das ist gut, ich schreibe das kurz auf. Mach das. Wollen wir eigentlich in die Mensa gehen noch? Weil macht bald zu. Ja, ist 14 Uhr, ne? Wollen wir nachher weitermachen? Ja, okay. Bitte. Ich finde echt gut. Ach so, aber Snapchat könnten wir noch machen. Nacktbilder. Genau, daran habe ich auch gedacht. Ach, geil. Alter, ich habe noch nie so viel gesoffen beim Dreh. Ich hab halt echt gesagt, dass du es lassen sollst. Also das hey, Girls, hi, hi. Ich sehe, ihr ladet gerade ein, es ist gar nicht nötig. Ich komme gerade von einem Meeting. Die Midnight-Show ist lang genug, wir brauchen die Mats nicht mehr. Wie ich euch kenne, denke ich, wäre es wahrscheinlich ganz schön wild geworden. Das wäre bestimmt eh nicht so cool geworden.